So, Pause ist vorbei. Wir machen weiter und gucken uns hier, was das Team Meteor hier für Schabernackchen treibt. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, das Ding, das Feld hier heißt Factory Field. Wie man sich denken kann, für Stahl-Pokémon sehr gut. Es werden viele Stahlattacken erhöht. Ich kann überlegen, soll ich sie drin lassen? Nee, ich will nicht, dass meine Jenny kaputt geht. Ja, unschön. Halt, dass viele Stahlattacken verstärkt werden und die Effekte von Stahlattacken werden erhöht. Techniker wird erhöht. Nee, Quatsch. Stahlattacken, also bestimmte Arten von Stahlattacken werden verbessert. Elektroattacken an sich werden hier verstärkt. Genau, Blubber hat ja beide getroffen. Müsste doch irgendwas war da doch. Halt, also ein Müll, Attacken, Kamu. Ja, wenn man Camouflage einsetzt. Was war jetzt Camouflage? Da wird man halt zum Stahltyp. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Attacke das genau auf Deutsch ist. Ich kann es mir vielleicht schon denken, aber. Nun ja. Aber jetzt ist ja unser Mazur Level 16. Da sollte er sich eigentlich jetzt weiterentwickeln. Ja. Schöne Dracula-Musik. Hey, jetzt ernst. Hey, das sieht doch auch richtig cool aus, wie ich finde. Frogadier. Amphizel war das ja auf Deutsch. Ein bisschen komisch, naja. Für jeden kann ich raten, wenn er das Spiel dieses Effekt-Manual auf und zu halten. Das kann nämlich, glaube ich, strategisch sehr wichtig sein. Geodude. Würde ja gleich drin bleiben, wenn ich nicht mir unsicher wäre, ob die jetzt schon Gesteinsattacken können. Also, ich finde das sehr schön umgesetzt, wie sie es mit den Sprites hier gemacht haben. Und ja, das Ding ist echt komplett im RPG-Maker gemacht. Das ist jetzt ja nicht irgendwie ein Hack oder sowas. Das ist richtig von selber ein RPG-Maker gemacht und haben halt viele verschiedene Elemente der anderen Spiele reingebracht. Jennys Level 11, super. Das können sie ja eigentlich, glaube ich, bald selber kämpfen. Meine kleine Jenny wird groß. Das sie sich ja auch immer hin zur Tür wenden, wo sie herkommen. Das ist eine Kamera. Kann ich nicht alleine gegen die kämpfen? Der Typ stört mich eigentlich nur. Okay, da kommen. Ja, komm, da bleibe ich jetzt mal eben drinne. Ich glaube an Jenny, dass sie das Kind kriegt. Nee, das wird nichts, das sehe ich schon so. Das muss man nicht ausreizen. Geduä. Englisch sprechen, aussprechen ist nicht immer für jeden was. Also gerade bei den Deutschen, die hauen da manchmal echt Aussprachen raus. Da kannst du dir nur vor den Kopf klatschen, wo man selber nicht besser ist. Kümmer. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt eine schlechte Aussprache habe. Ich habe nur eine ungeübt, sage ich mal so. Weil ich das ja nicht so oft mache, Englisch sprechen. Gibt es vielleicht demnächst was zum Heilen? Auch wieder zwei. Da müssen wir, glaube ich, wieder hin. Ach, meine Jenny muss ich leider eh noch austauschen. Ja, gerade spätestens mit dem Polychäden. Das kennen wir bestimmt schon ein bisschen. Ach, der heilt uns ja automatisch. Dann ist ja gut. Mal wieder mal zu da.
Oh, Profusion dagegen ist eigentlich ganz gut. Man hat ja schon Wachstum eingesetzt, so Blübär. Richtig gemacht, da können wir jetzt auf Blutzug draufballern. Assurance. Aber warum musst du mich verwirren? Kannst du nicht das Vieh von dem anderen verwirren? Ja, bei Pokémon-Namen, da spricht man die halt gerne schon mal fehlig aus, weil es einfach lustig ist. Mehr Wasserpulse sind. Würde das aber jetzt funktionieren? Dass man immer erst so gewalttätig werden muss. Anstatt die langsam wegzuklatschen, soll man die ja mal gleich umbringen. Das Ding sieht so verdächtig danach aus, als müsste man das benutzen. Main Area Lock Disengage. Ich denke mal einfach, da macht man jetzt sich Türen auf. Könnte normalerweise wahrscheinlich nicht durch, bevor wir das aufgemacht hätten. Gehe ich mal von aus. Es tut mir so leid, dass ich das so oft sage, aber das ist so geil, diese Mucke. Ich finde die einfach nur super. Agutaro hat gerade nur ein Standbild, aber sie sieht ja den Typ, mit dem der bei mir ist. Und ich stimme dir zu, Taro, wenn du das hier siehst. Ja, er ist ein Arsch. Ich hoffe auch, dass der was... Ich hätte Blubber einsetzen sollen. Und wenn der sich nicht bessert, ey, dann hau ich den selber in so eine vergiftete Pfütze rein. Ey, es hat sich selbst kaputt gemacht. Dass du es nicht angegriffen hast, ey. Ja, die Musik ist auch mega. Es ist natürlich noch die Pokémon-Melodie, wie man sie zu spielen kennt, aber man hat es halt eben verändert, halt irgendwie ein bisschen mehr. Ich kenne mich jetzt nicht mehr so mit Musik aus. Man hätte ja immer ein bisschen mehr Elektro, ein bisschen mehr Wumms hinter reingemacht. Meteors Hauptquartier. Bestätige Meteors Hauptquartier hinter dieser Tür. Nun müssen wir sie nur noch aufbekommen. Wenn sie weitere Zerstörungen planen, werden sie wahrscheinlich irgendwo explosives Gut lagern. Ach ja, wenn wir das bekommen, können wir dieses Tor einfach zersprengen. Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, können wir sie nicht irgendwie einfach aufhacken? Ist auch, wenn sie schon so eine Schlaue ist. Ich verstehe. Dieses stationäre digitale Sicherheitssystem scheint Substandard. Einfach zu sein. Sollte hackbar sein. Oder sie kann sich da reinhacken oder sie kann es aufregen. Coach Mold. Gottchen. Es wird für ewig dauern. Es wird doch irgendwie so eine Bezeichnung, irgendwie so eine Redewendung von wegen, ach, hin und her und bla. AJ, glaubst du kannst herausfinden, wo sie die Explosiven versteckt haben? Es war nicht auf dem Weg, wo wir herkamen, aber es wird irgendwo in der Nähe sein. Wenn du das machen könntest, wäre das sehr einfach. Warum ist Zerstörung deine Lösung zu allen Problemen? Spaß für die ganze Familie? Irgendwie ist sie richtig trollig lustig. Ein bisschen mehr Wumms. Ja, was denkt dein Hirn jetzt schon wieder falsch, Jenny? Hä? Erkläre es uns. Ja. Was auch immer. Ich habe nicht die Zeit, hier rumzusitzen und zu warten, bis Flobot das System hackt. Lass uns endlich ein paar Bomben finden. Letztes Ribbit. Das ist der Geist. So lobe ich mir das. Einmal sagt Pferd etwas, womit ich einverstanden bin. Schön, Elche, zum Bombmobil. Irgendwie schon lustig. Gehen wir davon aus, dass wir hier runter müssen.
sehe ich manchmal gar nicht, wo ich hier lang muss. Ja, die Fahrradmusik ist immer eigentlich cool. Da bin ich auch gespannt, wie sie wird. Du willst es nicht erklären, es ist dein Hirn, nicht du. Es ist immer schön, wenn Leute so, sich von ihrem Hirn differenzieren. Es erklärt vieles in der Welt. Ich differenziere mich von meinem Hirn. Ich böse gemeint, Jenny. Ja, aber da bin ich echt gespannt auch auf weitere Musiken. Wenn das jetzt schon der Anfang ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das noch später wird. Gerade bei Arena-Kämpfen oder sowas. Da kann ich mir das immer sehr geil vorstellen. Jenny Level 13. Das ist doch super. Hallo, Papierkorb. Schön, dich zu sehen. Ach, wenn da bei dir mit den Rüpeln hier der Kampf losgeht, dann habe ich mir so. Das scheint was Sprengbares zu sein. Willst du mal gleich so eine Techno-Party feiern, wie ich finde hier? Alle Mann auf die Tanzfläche! Ach. Ach. Jetzt kommen mir die ganz harten Geschütze. Jetzt krieg ich aber Angst. Okay, Psywave ist da. Oh, jetzt gehen sie alle darauf los. Macht mal ruhig, macht mal ruhig. Ist nicht mein Bier. So, Bubble, ja. Das trifft wenigstens beide. Ja, macht genug Schaden. Es macht genug gerechtfertigten Schaden. Na, geht einfach darauf los. Finde ich gut. Nicht konfusiert. Ich bin verwirrt. Okay, eins ist hinüber. Uns geht's gut, Papier. Also mir geht's gut. Ich gehe davon aus, den anderen geht's auch gut. Wie geht's dir? Ich hoffe auch gut. Gut? Das ist gut. Das ist Level 14. Das kann sie echt mal bald langsam was alleine machen, wenn mal ein passender Gegner kommt. Das ist auch eine Sache. Ich nehme das mal mit. Gut, ich schnapp mir die und dann lass uns raus hier. Hat Explosivas. Sprengkörper. Sprengkörper. Aufgehoben. Das gefällt mir nicht. Wehe, der fällt gleich auf die Schnauze. Ich bin schlau vor dem. Dann fällt mir das in den Rücken. Das gibt unschöne Brandflecken in der Kleidung. Wenn einem sowas im Rücken explodiert. Crazy Lady. Yay. Hier hast du es, verrückte Lady. Zombies. Ihr habt sie gefunden. Okay, lass uns mal loslegen. Okay, 3, 2, K. Jetzt hat es gerade gehackt. Genau, Sicherheit durchbrochen. Sicherheit komplett durchbrochen. Lasst uns fortfahren. Aber ich und die Bomben. Was ist mit den Bomben? Rini, das kannst du nicht machen. Ich war gerade dabei. Rini. Aber lass es immer noch meine Schwester jeden ekligen jeglichen Spaß zu ruinieren. Was auch immer, lass uns fortfahren. So muss ich. Ach du! Was ist das denn? Deine Augenklappe. Sergeant Augenklappe oder was? Ey, bist du der Verantwortliche hier? Und wenn es so wäre? Alter! Skillrex geht da gerade voll ab hier mit der Mucke. Werden einfach dein Gesicht wegblasen dafür, was du der Peridot-Station angetan hast. Amüsant. Was für eine Power solltet ihr schon haben, das tun zu können? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ihr wisst es bereits. Wir sind Team Meteor. And we don't relent. Weiß, was hat relent? Wir werden nicht nachgeben, aufgeben, irgendwie sowas. Ich glaube ja nicht, dass ihr es durch diesen Ort mit euren eigenen Fähigkeiten geschafft habt. Wir hatten keine Intention, euch zu besiegen. Unsere Aufgabe ist hier bereits erfüllt. Was war notwendig, euch reinzulassen? So, damit ihr einer Demonstration beiwohnen könnt. Eingelassen?
Glaubst du ernsthaft, dass du so einfach unsere Sicherheit hacken kannst? Töricht. Ich habe unseren Operatoren befohlen, euch so lange zu verlangsamen, um alle missionswichtigen Daten vom System zu löschen. Wahrscheinlich, wir haben eure Stärke überschätzt. Die Zeit war überflüssig. Uns wurde langweilig vom Warten. Genug geredet. Esther. Yes, Sir, Boss. Eclipse. Esther und Eclipse. Yeah. Kümmert euch um diese kleinen Fliegen. Small Fries. Werde mich um die Arenaleiter kümmern. Wenn ihr das sagt. Bitte, Meteor. Esther und Eclipse unter seinem Namen. Edekid. Und Magbi. Moment, jetzt. Ich hätte. Bevor Magbi noch rausgekommen ist, hätte ich sagen können, bestimmt kommt jetzt noch Magbi dazu. So, was ist das? Dark. Oh, ich weiß gerade nicht, was das ist. Ich muss aber Illikid definitiv erstmal ausschalten. Magbi ist erstmal unwichtig, aber ich kann auch nicht, nur zu da reinholen. Das wird, glaube ich, nicht. Das. Aber jetzt bin ich sowieso. Ja, genau. Diese Elektroattacken werden hier verstärkt. Finte ist das vielleicht? Finte, ich hätte mal nachgucken sollen. Oh, das erste Mal, dass das Vieh weg ist, ey. Musste Jenny leider leider weichen. Boah, warum sind die immer schneller als ich, ey? So, das ist weg. Der Sergeant Augenklappe, mein Gott, das ist mit erstes durch meinen Kopf. Da siehst du mal, wie wirr es in meinem Kopf ist, wenn mir sowas als erstes durch den Kopf geht. Vulpix oder Fukano? Also wenn Hutaro ihr Team nehmen soll. Ich bin ja persönlich eher für Vulpix, weil Fukano nicht meins ist. Jenny oder Papierkopf, könnt ihr da meine Meinung dazu schreiben, dass ich gesagt habe, du soll Vulpix nehmen? Das hört sie ja gerade nicht. Oha. Das ist ein Pokémon, die habe ich noch nie gesehen. Ja, hab schon verloren. Sehr enttäuschend. Zwei kann ich alleine sehr gut handeln, aber Viere. Das ist Amusing Diversion. Das war eine amüsante Diversion. Zusammenkunft, sag ich jetzt mal. Glaubt aber ja nicht, dass ihr gewonnen habt. Team Meteor. Was dafür vergibt nicht. Es frage ich mich auch immer, wie können die abhauen, wenn die halt, wir stehen vor dem Eingang. Beamen die sich immer weg? Er ist verschwunden. Affirmative. Bestätigt, schneller Rückzug oder sowas? Ach so, das war das Pokémon. Elektroball zurück. Und lasst es mal sehen. Sie hat jetzt nicht ernsthaft die... Sprengsatz da an. Okay, ihr sollt alle schnell wegrennen. Na, was hast du nun wieder vor? Oh shit. Lass es abhauen. Ey, das Mädel. Gibt gar nicht. Oh, das war knapp. Super Team. Wenn du mit deinen Pyrotechniks vorbei ist. If you are done with you. Wenn du jetzt mit deinen pyrotechnischen Sachchen fertig bist, bin ich weg hier. Indeed. Natürlich. Obsidiera bleibt problematisch. Ich werde mich dem gleich anwenden.
Vielen Dank für eure Hilfe. Weiß, ihr seid sehr beschäftigt seit eurer Beförderung. Aber es ist schön, zusammen abzuhängen. Wie in alten Zeiten, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr damals schon alles mögliche in die Luft gesprengt hat. Und gleich werde ich zerstörerisch, korrekt. Wie auch immer, Sentimalitäten? Ihr wisst, was ich meine, bleiben kontraproduktiv. Ich werde den heutigen Fortschritt Amir berichten. Auf Wiedersehen. Rini. Sie ist nicht mehr dieselbe seit Titania. Ja, sie traumatisiert Leute so. Das ist normal, dass sie Leute so traumatisiert. Was ist daran neu? Es ist Titania. Jedenfalls, ich muss auch irgendwo hin. Ich bin nicht wie AJ, die einfach herumwandern kann, für immer herumwandern kann und nichts zustande bringt. Alter, ich hau dir gleich aber sowas von in die Fresse. Hallo Shelly! Schön, dass du da bist. Peace, ja, ich peace in deinen Arsch. Sorry, ich mag den Kerl aber sowas von gar nicht. Danke für deine Hilfe, AJ. Das war großartig. Du warst großartig. Ich werde zurück zu Arena gehen. Sind sie noch so generell? Da ich nun weiß, dass es nicht einfach so boom mitten in der Nacht war oder Nacht wird oder so. Werde dich bald treffen. Oh, dass sie echt jetzt nicht die erste Arena-Leiterin für mich seid. Das wäre so Schande. Ich hoffe, jetzt die Wege sind frei. Weil ich kann nicht. Wie gesagt, mein Matsuda kann nicht, eine Jenny kann nicht und dann wäre ja nur noch mein Mosra. Und das ist, solange das jetzt nicht zufälligerweise Erdbeben auf einmal erlernt, ist das eher schlecht.